miteinander. Heute machen wir wieder mal einen kleinen Waldrundgang hier im Mertinger Wald und schauen uns mal an, was wir so alles sehen. Schaut einfach mal mit. Schauen wir kurz noch mal auf die Übersichtskarte hier auf dem Wanderweg. Wir befinden uns jetzt genau hier, wo der rote Punkt ist, also ganz leicht links von der Mitte des Waldes. Und von hier aus beginnen wir einen Weg und marschieren mal ein bisschen runter in den Süden, werden wir ein paar Nester schauen und dann wieder retour und dann zurück in die Richtung zu meinem Auto, wo dann eher die Formica-Arten zu finden sind. Hier sind wir etwas südlich von unserem Ausgangspunkt in einer kleinen Waldlichtung. Ihr seht auch überall am Boden sind immer so Baumstrünke, die schon seit ein paar Jahren gefällt sind. Und hier sehen wir so einen typischen Baumstrunk, der ein Ameisennest am Fuß des Stückes hat, wobei heute relativ wenig Bewegung ist. Wir hatten heute Nacht guten Regenfall und das ganze Substrat hier ist gut durchnässt. Das hier ist eine typische Gründungsform, wie ich sie oft bei den Raptiformicas finde, wobei dieses Nest eigentlich für Raptiformica schon sehr, sehr groß ist. Wenn ich Brut brauche für meine Raptiformicas zu Hause, dann ist das so ein typischer Punkt, wo ich dann gerade an diesen Positionen hier, sehr gerne in dem weichen Substrat grabe. Da findet man meistens die Brut relativ hoch gelagert. Jetzt wird es wohl nicht der Fall sein, weil das Substrat recht nass ist und die Ameisen wahrscheinlich die Brut eher in den Stamm selber hineingetragen haben. Aber das ist so die typische Gründungsform, wie ich sie von Raptiformica sanguinea kenne. Wir sehen hier ein verlassenes Nest von einer Formica Senso stricto. Ob es sich jetzt um Rufa oder Polycenta handelt, kann ich derzeit noch nicht sagen. Interessant ist, das Nest hat ungefähr einen Durchmesser von 1,20 m, 1,30 m. Warum dieses Nest verlassen wurde, ist mir nicht klar. Man sieht einige wenige Ameisen noch drauf laufen. Das liegt aber daran, weil die Ameisen umgezogen sind und ein neues Nest gebaut haben. Das ist hier. Dieses Nest hat jetzt ungefähr einen Durchmesser von 1 Meter und eine Höhe von 40, 45 cm. Und ihr seht, das ist auch wirklich richtig lebendig. Wir gehen einfach mal dichter ran. Und man sieht schon, das ist ein irres Gewusel hier. Wie gesagt, Formica senso stricto. Geschlechtstiere kann ich leider keine mehr erkennen. Vor ungefähr 3 Wochen wuselten hier Geschlechtstiere in großer Anzahl, sind aber nicht geflogen. Wann diese Tiere abgeflogen sind, kann ich jetzt so nicht sagen. Nochmal das Nest als Ganzes. Diesen Baumstrunk solltet ihr kennen aus dem Schwarmflugvideo. In diesem Baumstrunk waren teilweise bis zu 3 Kolonien gleichzeitig wohnhaft. Und zwar in den unteren Etagen lebt Camponotus. Wenn wir jetzt dichter rangehen, da drüben seht ihr eine einzelne Arbeiterin gerade laufen. Aber sie verhalten sich gerade sehr ruhig. Dann hier eher auf der rechten Seite haben teilweise Formicas gewohnt. Allerdings nur bis die Camponotus wacher wurden in der Schwarmflugzeit. Da haben die Formicas dann einfach weggebissen und vertrieben. Und die waren weg. Jetzt in den letzten 2, 3 Wochen versuchen die Formicas da wieder einzuziehen, weil die Camponotus sich nach dem Schwarmflug ein bisschen zur Ruhe gesetzt haben. Ob das so intelligent von denen ist, weiß ich nicht. Weil ich denke, in dem Augenblick, wo Camponotus die Lust verliert, beißen die Formicas einfach wieder weg. Am Fuß hier von den Strünken und vorne im Eingang, das ist jetzt mittlerweile bloß zugewachsen. Hier kann man tief in die Höhle reingucken.
da werden dann auch wieder die Camponotus lebendig. Allerdings hier links und rechts an den Füßen, da hat teilweise eine kleine schwarze Ameisenart gehaust mit Arbeiterinnen, vielleicht gerade mal 3 mm. Die sehe ich zurzeit auch nicht, aber die kamen anscheinend immer mit den Camponotus gut aus, weil sie anscheinend zu klein sind, um denen gefährlich zu sein, und da werden die dann einfach akzeptiert. Hier sind wir etwas südlich von unserem Ausgangspunkt wieder auf einer Lichtung. In diesem Baumstamm lebt eine kleine Camponotus Herculeanus Kolonie. Das Besondere bei dieser Kolonie ist, dass sie zwei Satellitennester hat, und zwar über abgesägten Holzteilen. Das ist einmal da drüben, dieses Stück, und etwas weiter nochmal unter diesem Holzstück. Das ist für mich insofern bequem, weil ich unter einem dieser Holznester wunderbar Brut entnehmen kann. Und zwar, wenn ich hier das Nest mal rumdrehe, dann sehe ich sofort, aha, da rennen die rum wie die Weltmeister und haben Bruthaufen. Momentan ist er sehr gering, weil sie wahrscheinlich die Brut momentan woanders lagern. Ich habe nämlich erst vor 2 Tagen hier Brut entwendet, weil ich ja Hermine und Hertrud gepusht habe. Aber es ist für mich immer ein bequemer Anlaufpunkt. Ich kann hier Brut finden und damit meinen Königinnen helfen. Jetzt werde ich sie wieder nicht mehr stören. Das war jetzt nur die Ausnahme für euch. Ansonsten lasse ich die hier eigentlich in Ruhe. So, das war der heutige Waldrundgang. Leider habe ich heute keine Königinnen gefunden, obwohl das Wetter meiner Meinung nach dafür gepasst hätte. Wir haben ein sehr schwül, feuchtes und auch warmes Klima, weil es heute Nacht geregnet hat. Allerdings haben wir jetzt momentan ständiges Donnergrollen am Horizont, und ich kann mir vorstellen, dass die Ameisen das spüren und sich deshalb noch zurückhalten. Ich erwarte heute Nachmittag oder heute Nacht nochmal einen richtig kräftigen Regenguss, und dann könnte vielleicht morgen oder übermorgen die richtige Zeit dafür sein. Ansonsten würde ich meinen nächsten Rundgang mal ganz woanders machen. Ungefähr 6 Kilometer von mir zu Hause ist die Deutschlandzentrale von Garten Dehner. Die haben hinter einem ganz großen Markt, der auch einen Tiermarkt beinhaltet, einen riesigen Park geschaffen mit japanischen Ecken, Wasserfällen, Keukarpfen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass dort recht viele Ameisen auch drin sind, denn vor ein paar Tagen haben ein Freund und ich Aquarien dort im Tiermarkt geholt, weil die da wahnsinnig günstig sind. Und während wir durch die Regale durchgelaufen sind, die zum Freigelände rausgingen, haben wir massenhaft Lasius nigerbynien zwischen den Pflanzkübeln rumlaufen sehen. Die waren so häufig, dass man sie einfach zertreten hat. Und deshalb fragt man sich, wo kommen die her? Schaut mal dort in die Parklandschaft. Ansonsten werden wir demnächst ein Bauvideo haben, wo man aus kleinen Glasaquarien Wohnstätten baut für die Camponotus-Arten, denn die, die bei mir zu Hause sind, müssen jetzt aus ihren Reagenzgläsern raus, weil sie ihre ersten Pygmäen kriegen. Und dann werden wir einen Baubericht erleben, in dem es vor allem auch mal darum geht, wie man Glas bohrt, wie man Buchsen einklebt. Aber das werdet ihr dann sehen. Das war's für heute. Servus, euer Manni macht was.